Ja Leute, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 4 Part 8. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben bei den Anwälten von Mealy Island. Und ja, packen den erstmal weg. Ja, wir lesen ihn einfach mal selber. Das würde Ihnen bestimmt nicht gefallen. Was schreibt denn der Alte? Meine liebe Elaine, wenn du diese Zeilen liest, bist du verheiratet und ich weile nicht mehr unter den Lebenden. Nun, da du dich endlich mit einem furchtlosen Piraten vermählt hast, ist es an der Zeit, dein Erbe anzutreten. Unsere Familie hat in der Bank von Luke Ryland eine Nummerntruhe. Sie läuft übrigens auf meinen Namen. In dieser Truhe findest du neben einigen anderen Dingen den Kaufvertrag für Marley Mansion. Gib diesen Kaufvertrag niemals aus den Händen. Außerdem sind in der Truhe meine Hochzeitsgeschenke für dich, meine Liebe. Es tut mir leid, dass es mir nicht möglich ist, sie dir selbst zu überreichen. Aber ich sterbe im sicheren Bewusstsein, dass du einen Mann gewählt hast, den ich mit Stolz Enkel nennen würde. Schließlich, und das ist das Wichtigste, findest du in der Truhe den Schlüssel für das schrecklichste Geheimnis der Karibik. Ein Geheimnis, das 10-mal schrecklicher ist als Big Whoop. Das Geheimnis der ultimativen Beleidigung. Wenn die unheilvolle Macht der ultimativen Beleidigung jemals in die falschen Hände gerät, ist nicht auszudenken, welch grausames Schicksal unsere fidelen und geliebten Seeräuber erwarten würde. Schütze diese Geheimnisse mit deinem Leben und denke immer daran, egal wo du bist, dein Großvater ist immer bei dir. In Liebe, Horatio Tokemeda Mali. Wie süß. PS? Sollten deine Eltern, diese elenden Schnorrer, ihren Anteil fordern? Wirf sie den Haien zum Fraß vor. Wenn wir wüssten, wo du okay. Vielleicht sollten wir unser Mandat niederlegen. Er hat nichts, womit er uns bezahlen könnte. Ich wusste nicht mal, ob wir das schon angehört haben. Der letzte Part ist jetzt schon ein paar Tage her. Und dementsprechend, ja, habe ich gedacht, höre ich das nochmal an. So, wir gehen jetzt erstmal raus. So. So, was machen wir als nächstes? Wir erkunden ein bisschen. Wir gehen natürlich jetzt zur Bank. Und gucken mal, was uns da erwartet. Gucken wir direkt mal nach der ultimativen Beleidigung. Und warum nicht, junge Dame? Anordnung des Filialleiters, Sir. Ich kann Ihre Traveler-Schecks nicht akzeptieren, weil hier noch nie jemand etwas von diesem Australien gehört hat. Aber bisher war das doch auch kein Problem. Wir hatten in letzter Zeit immer wieder Probleme mit Falschgeld. Deshalb gelten jetzt strengere Vorschriften. Und ehrlich gesagt sehen diese Dinge alles andere als echt aus. Mal abgesehen von diesem albernen Namen. Dieses komische Tier mit dem Einkaufsbeutel am Bauch. Das ist ein Känguru, der ignorante Piratenschlampe. Sehen Sie, Känguru. Schon wieder so ein absurdes Wort. Klingt richtig lustig. Känguru. Känguru. Ah, dumme Gans. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Wenn ich wiederkomme, möchte ich, dass Sie die hier akzeptieren. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Mr. Mandrill. Ab morgen koffeinfreien Kaffee für ihn. So, reden wir mit dem. Guck mal, das Hauptbuch. Ja, nichts als Namen und Zahlen. Und jede Menge Mathematik. Känguru. Hallöchen. Willkommen in der zweiten Bank von Luke. Ich bin Brittany. Wie kann ich Ihnen helfen? Was ist mit der ersten Bank von Luke Ryland passiert? Was ist mit der ersten Bank von Luke Ryland passiert? Nichts. Die Umbenennung war eine Idee unserer Marketingabteilung. Sie fanden, dass erste Bank unserer langjährigen Erfahrung nicht gerecht wird. Ich möchte einige Gegenstände aus meiner Nummerntruhe holen. Kein Problem, Sir. Auf welchen Namen? Marley. H.T. Marley. Hier ist mein Empfehlungsschreiben. Ah, die läuft auf Gouverneurin Marley. Hat sie Ihnen eine Bankvollmacht erteilt? Ich bin Ihr verwegener Ehemann. Das reicht nicht. Oh, gut. Hier ist... Oh, Mann! Das müsste genügen, Sir. Ein Moment. Mr. Quidworth, hier ist ein Gentleman, der in den Tresorraum möchte. Anscheinend ist alles in Ordnung, Mr. Marley. Ich heiße Mr. Threepwood. Wie Sie wünschen, Sir.
Folgen Sie mir bitte in den Tresorraum. Dort befindet sich die Nummerntruhe Ihres geschätzten Schwiegeroma. Truhe von H.T. Marley, die er vor über 20 Jahren hier deponiert hat. Wow, was für ein erstaunlicher Haufen Müll. Warum hat der alte Marley dieses Gerümpel in einer Bank deponiert? Gouverneur Marley galt als exzentrischer alter Sebier. Wir waren alle erschüttert, als er das Zeitliche segnete. Wie dem auch sei, ich habe noch zu tun. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie hier fertig sind. Dann stehe ich Ihnen selbstverständlich zu Diensten. Sicher, danke. Tja, und ich mache mich auf die Suche nach dem Kaufvertrag für die Gouverneursvilla und dann nichts wie nach Hause zu Elaine. Mal sehen. Darmflasche, Schnuller, Bonbons. Ich suche einen Krogautomaten. Vom herumstöbern in alten Abschiedsmesser. Dann komme ich immer mächtigen Duft. Sie hätten mich rufen müssen. Es gibt Vorschriften. Niemand darf den Tresorraum ohne Aufsicht verlassen. Das wusste ich nicht. Ich gehe ja schon zurück. Ich besorge Ihnen einen Grund. Wachslippen. Finger weg! Hey, wer bist du? Na, wer wohl? Ich bin Guybrush Threepwood. Bist du nicht? Was macht dich da so sicher? Nun, erstens sieht Guybrush wesentlich besser aus als du. Und zweitens hat der echte Guybrush keinen derart üblen Mundgeruch. In Ordnung, Kumpel, das reicht jetzt. Finger weg vom Zeug des alten Marley. Und zwar plötzlich. Und jetzt, Mr. Threepwood. Schau dir das letzte Gesicht, das du in deinem Leben siehst, genau an. Die Privatisierung der Bank musste ja Folgen haben. Tja, das war Peck Knows Pete. Insider wissen Bescheid. So, was haben wir denn hier? Wir müssen jetzt hier raus. Ich weiß auch noch, wie das funktioniert. Na, Steuerung, beste. Taschentuch? Ein Taschentuch mit den Initialen PP. Ich bezweifle, dass das Großvater Marley gehörte. Das ist G-U-Y-B-R-U-S-H-T-H-R-E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 
Er ist wirklich riesig. Nein, den nicht. Den. Und das jetzt nochmal. Und. Tada! Ich bin frei, Mr. Kumpels. Und vergesst nicht, ihr wurdet eben von Guybrush Threepwood ausgeraubt. Hey, wo ist der hin? Hey, was ist denn hier los? Schnappt ihn euch! Ah! Sie sind verhaftet, Mr. Threepwood. Richtig. In den Kerker mit ihm. Nun zu uns. Hat Ihnen Ihre Mutter nicht gesagt, dass Bankraub illegal ist? Ich war es nicht. Es war dieser nasenlose Bandit. Na klar, der nasenlose Bandit. Oder war es vielleicht der Kerl, den wir auf frischer Tat ertappt haben? Sie! Allerdings haben wir bisher die Beute nicht gefunden. Sie finden sie vermutlich beim echten Räuber. Also lassen Sie mich gehen und suchen Sie den wahren Dieb. Ich bin kein Detektiv. Wenn Sie Ihre Unschuld beweisen möchten, brauche ich drei Dinge. Okay, was? Erstens, den Täter. Zweitens, einen Beweis, dass er am Tatort war. Und drittens, einen Beweis, dass er das Verbrechen begangen hat. Wäre eine Bestechung nicht für alle Seiten einfacher? Das habe ich überhört, Threepwood. Hier in der Gegend befolgen wir die Gesetze. Nun, da es Ihr erstes Vergehen war, stelle ich Sie unter Hausarrest. Ich darf nach Hause zurück und mit Timmy spielen? Nein, Sie bleiben auf Lucre Island. Sie dürfen die Insel bis zum Beweis Ihrer Unschuld nicht verlassen. Um Ihre illegale Ausreise zu verhindern, habe ich Ihnen die Voodoo-Fußfessel des extremen Unbehagens angelegt. Apropos, das Teil ist wirklich unbequem. Könnten Sie es etwas lockern? Tja, das ist der Sinn der Übung. Sie wird erst richtig unangenehm, wenn Sie versuchen, die Insel zu verlassen. Na, wenigstens sitze ich nicht im Knast. Okay, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Und sprechen im nächsten Part direkt mit Inspektor Canard. Bis gleich.